Hallo liebe Kinder, ich bin's wieder, eure Peppina. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wisst ihr, was mir heute Morgen passiert ist? Ich bin aufgewacht und hatte keine Bommel mehr auf dem Kopf. Deshalb habe ich mir einen guten Plan überlegt, habe mir mein Auto geschnappt und bin in die neue Spielstadt nach Leonberg gefahren. Denn ich habe gehört, hier gibt's einen Friseur. Und der wird mir doch bestimmt wieder meine schönen Bommel auf den Kopf zaubern. Los, wir schauen uns hier mal um und werden mit Sicherheit einen Friseur finden. Kinder, ich bin jetzt hier einmal durch die Spielstadt gefahren, aber einen Friseur habe ich noch nicht gefunden. Ich werde jetzt einfach mal hier hineingehen und schauen, ob man mir hier drin meine Frisur machen kann. Hier steht Pfötchenklinik. Na, mal sehen, was das bedeutet. Schaut mal, hier sind lauter Tiere. Ein Hund. Fällt euch ein, was der Hund für Laute macht? Macht mal alle wie ein Hund. Genau, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Oh, ist der süß. Oh, und dieser Hund hat mit Sicherheit eine Verletzung, denn er hat eine Halskrause um den Hals. Oh je, der Arme. Hoffentlich geht es ihm bald wieder besser. Und hier unten haben wir zwei Katzen. Wie macht denn eine Katze? Lasst mal hören. Genau, miau, alle zusammen. Miau, miau, miau. Oh, so eine schöne Katze und so schön weich. Oh je, und schaut mal, die Katze hat sich auch verletzt an ihrer Pfote. Was haben wir denn hier in diesem Schrank? Lauter Medikamente, eine Spritze. Hier hat sogar ein Stethoskop. Das hier ist mit Sicherheit kein Friseur. Habt ihr vielleicht eine Idee, was das hier sein könnte? Genau, ihr habt recht. Das ist eine Tierklinik. Hier kommt man her, wenn die Haustiere krank sind oder eine Verletzung haben. Dann kann ihnen hier wieder geholfen werden und dann werden sie ganz schnell wieder gesund. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall hier erstmal um die Tiere kümmern und um den kleinen Hund Bello mit seiner Halskrause, der Arme. Der bekommt von mir jetzt erstmal eine Spritze. Dann geht es ihm bestimmt wieder viel, viel besser. Mit dem Otoskop kann ich seine Ohren untersuchen. Und mit dem Stethoskop höre ich mir mal seinen Herzschlag an und überprüfe, ob sein Herz auch richtig arbeitet. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Bello ist Gott sei Dank auf dem Weg der Besserung. Er muss sich nur noch ein bisschen ausruhen, viel trinken und dann ist er ganz, ganz schnell wieder gesund. Und dann schnappe ich mir noch den kleinen Charlie. Der darf noch eine Runde in die Hundebadewanne. Ich habe die Tiere jetzt verarztet und ein bisschen gepflegt und hoffe, es geht ihnen schnell wieder gut. Das war mir jetzt auf jeden Fall wichtiger als meine zwei Bommel auf dem Kopf. Aber natürlich schauen wir uns jetzt hier mal noch weiter um.
Schaut mal, Kinder, was ich entdeckt habe. Eine Rutsche. Ihr wisst, ich liebe Rutschen. Und hier bin ich auch schon wieder zurück bei meinem Auto. Dann werden wir mal eine weitere Runde durch die Stadt düsen. Aha, Lottis Lädle. Schauen wir mal, was da drin ist. Kommt mit! Einkaufsregale, Obst und Gemüse und eine Kasse. Was könnte denn das sein? Habt ihr eine Idee? Genau, das ist ein Supermarkt. Dann werde ich mal ein paar Lebensmittel einkaufen. Ich kaufe auf jeden Fall 2 Wasserflaschen. Denn Wasser trinken ist ganz arg wichtig für unseren Körper. Einen Fruchtsaft. Was hat's denn hier noch Leckeres? Oh, ich liebe Reis. Der schmeckt mir so gut. Oh, und Zahnpasta ist natürlich auch ganz arg wichtig, denn damit kann man sich morgens und abends die Zähne putzen. Was haben wir denn noch hier Leckeres? Milch. Oh, was ist denn das? Könnt ihr mir das sagen? Eine Gurke, genau. Und was haben wir hier? Eine Tomate, richtig. Ihr kennt euch ja so gut aus. Das nächste wisst ihr bestimmt nicht, was das ist. Oder? Ja, Wahnsinn! Ihr seid ja richtige Experten. Das ist eine Paprika. Und das hier ist mein absolutes Lieblingsobst. Vor allem auch in meiner Lieblingsfarbe. Wisst ihr, was das ist? Das schmeckt euch bestimmt auch total gut. Eine Banane, genau. Ich liebe Bananen. Dann nehme ich noch ein Brot mit und natürlich ein paar Eier. Lasst uns mal zählen, wie viele Eier das sind. Alle zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, 6 Eier, die dürfen auch noch mit. Und dann schnappe ich mir noch die Nudeln. Ich finde, aus Nudeln kann man immer ganz tolle, leckere Gerichte zaubern. Oh, hier haben wir nochmal eine Box voller Obst und Gemüse. Da werde ich noch ein paar Erdbeeren mitnehmen. Eine Kartoffel. Eine Birne. Eine Zitrone und noch 2 Karotten. So, jetzt bin ich aber fertig mit meinem Einkauf. Jetzt fahre ich zur Kasse und da kann ich meinen Einkauf dann bezahlen. Super! Jetzt habe ich direkt meinen Wocheneinkauf erledigt. Warum bin ich denn eigentlich überhaupt nach Leonberg in die Spielstadt gefahren? Habt ihr vielleicht eine Idee? Ach ja, stimmt! Ihr habt recht!
Ich wollte doch zum Friseur. Na dann los. Meine Einkäufe werde ich hier erstmal noch abstellen. Die passen nicht so ganz auf meinen schicken Flitzer. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Habt ihr es auch entdeckt? Schaut mal, was hier oben steht. Lotti Langhaar. Das klingt doch nach einem Friseursalon. Lasst uns mal zusammen reinschauen. Aha, was haben wir denn hier? Eine Bürste? Eine Schere? Einen Kamm? Und einen Föhn. Da bin ich doch richtig. Das ist ein Friseursalon. Und schaut mal, was ich gefunden habe. Zwei Haargummis. Die kann ich doch direkt benutzen für meine Frisur. Wow, schaut mal, ich habe meine Bommel zurück. Jetzt fühle ich mich wieder richtig wohl. Der Besuch in der Spielstadt hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn ich habe einen Friseur gefunden. Und wow, hier kann man sich ja sogar schminken, das macht Spaß. Ein bisschen Rouge auf die Wangen, Lidschatten aufs Augenlid, Handcreme, damit die Hände schön weich bleiben, Lippenstift auf die Lippen. Und Nagellack auf die Nägel. Fertig! Huch, hört ihr das auch? Das ist doch eine Polizeisirene. Los, wir schauen zur Polizeistation, was da los ist. Notrufzentrale, Polizei Leonberg. Okay. Ausgebrochen. Schon wieder eingefangen. Okay, super. Das klingt gut. Danke für die Info. Kinder, was eine Aufregung. Seht ihr hier diese Gefängniszelle? Hier ist heute ein Räuber ausgebrochen. Aber... gute Neuigkeiten, die Polizei war schon schnell, hat den Räuber schon wieder geschnappt und bringt ihn gleich wieder zurück in die Gefängniszelle. Das ist jetzt aber keine Polizeisirene, oder? Ich glaube, das ist mein Bauch. Vor lauter Aufregung habe ich richtig Hunger bekommen. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo ein Restaurant, in dem ich was essen kann. Aha! Freddy's Diner. Na, das ist bestimmt der richtige Ort. Oh, das duftet schon so gut. Sieht ja aber alles super lecker aus. Da kann ich mich ja kaum entscheiden. Vielleicht
lasse ich einfach den Koch entscheiden, was es heute zum Essen gibt und lasse mich überraschen. Aha, eine neue Bestellung ist eingetroffen. Dann zaubern wir hier mal was Leckeres zum Essen. Ich entscheide mich heute für buntes Gemüse. Einen Mais. Oh, lecker, lecker, lecker. Und Spaghetti mit Tomatensauce. Das mag doch jeder. Essen ist fertig. Heiß, 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 heiß. Oh, das duftet lecker. Oh, das sieht aber lecker aus. Noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Das war richtig lecker. Jetzt bin ich satt und kann mich noch ein bisschen in der Spielstadt umschauen. Kinder, ich habe hier eine tolle Spielecke entdeckt und ihr müsst mir jetzt unbedingt mit den Farben helfen. Ich weiß, da seid ihr ja Experten drin, aber wir machen es trotzdem einmal zusammen. Was ist das für eine Farbe? Grün, genau. Los geht's. Und was haben wir hier? Blau, richtig. Und eine meiner Lieblingsfarben? Gelb, genau. Und die letzte Farbe wisst ihr mit Sicherheit. Das ist rot. Super, prima gemacht. Wow. Was für coole, gefährliche Dinos. Da haben wir sogar einen Triceratops mit seinen drei Hörnern auf dem Kopf. Und der König der Dinos, der T-Rex. Los, wir machen alle wie ein Dino. Steht alle mal auf. Macht alle ganz gefährlich wie die Dinos. Ah, super! Das macht so Spaß! Ah. Hoppla! Auto fährt gar nicht mehr weiter. Was ist denn da los? Habt ihr vielleicht eine Idee, warum mein Auto plötzlich stehen geblieben ist? Fehlt da etwas? Ah, ihr habt ja recht. Das Auto hat wahrscheinlich kein Benzin mehr. Aber woher bekomme ich denn neues Benzin für mein Auto? Wir überlegen alle mal zusammen.
Ah, vielleicht im Supermarkt. Nicht? Stimmt, da gibt es nur Gemüse und Obst. Vielleicht im Café dort drüben. Aber da gibt es nur Kuchen und Kaffee. Mein Auto hat ja Durst und nicht ich. Also im Supermarkt bekomme ich kein Benzin, in einem Café auch nicht. Habt ihr vielleicht irgendwas entdeckt, wo ich mein Auto betanken kann? Was sagt ihr? Hier hat es eine Tankstelle. Wo? Rechts? Links? Oben? Oder unten? Ich sehe sie nicht, ihr müsst mir helfen. Ach, hinter mir. Ja, prima, ihr habt die Tankstelle entdeckt. Super, jetzt kann ich mein Auto wieder mit frischem Benzin betanken. Kinder, das ist jetzt aber komisch. Mein Auto hat frisches Benzin, aber es fährt trotzdem nicht. Dann muss ich wohl doch in eine Werkstatt fahren und das Auto reparieren lassen. Aber wie komme ich denn in eine Werkstatt, wenn mein Auto gar nicht fährt? Habt ihr vielleicht eine Idee? Aha, wir benutzen einfach die Pepina-Zauberkraft. Und schauen, was passiert. Alle zusammen die Hände in die Luft und los geht's. Tee-duff, 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 tee-duff. Es hat funktioniert. Wir sind direkt vor der Werkstatt gelandet. Super gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe. Hier kann meinem Auto bestimmt geholfen werden. Um in einer Werkstatt arbeiten zu können, braucht man auf jeden Fall eine Schutzbrille und verschiedenes Werkzeug. Hier gibt es sogar einen ganzen Werkzeugkoffer mit Hammer, Zange und es hat sogar ein richtig tolles Maßband. Bei diesem Auto müssen die Reifen gewechselt werden. Da helfe ich natürlich gerne aus. Zum Schluss muss noch der Luftdruck überprüft werden und dann kann das Auto wieder mit neuen Reifen auf der Straße fahren. Mal schauen, was bei meinem Auto kaputt ist. Wohl eine Schraube locker. Die habe ich jetzt wieder festgezogen und jetzt kann ich mit meinem Auto bestimmt wieder richtig losdüsen. Kinder, es hat funktioniert. Mein Auto fährt wieder. Hurra! Wow! Ich habe ja noch was richtig Tolles zum Toben entdeckt. Komm mit! Schuhe aus und los geht's. Komm
Tschi-duft-di-duft-di-duft, der hilft uns immer, wenn's mal schwierig wird. Peppina, Peppina, wir freuen uns immer wieder. Wir schalten unseren Fernseher an und dann singen wir Lieder. Peppina, Peppina, wir haben immer Spaß. Und bei den Abenteuern lernen wir auch immer was. Kinder, der Boden ist Lava. Ich darf ihn nicht berühren. Ob ich das schaffe? Oh, oh, das ist ganz schön wackelig. Ah. Puh, geschafft. Jetzt bin ich aber richtig aus der Puste. Das hat super viel Spaß gemacht. Aber rumtoben ist auch immer ein bisschen anstrengend. Ich habe hier noch das Café Regenbogen entdeckt. Vielleicht bekomme ich da noch eine Kleinigkeit zum Trinken. Und dann werde ich mich wieder auf den Heimweg machen. Jetzt dachte ich schon, ich kann wieder nach Hause düsen, aber ich habe soeben noch einen Auftrag bekommen. Es hat nämlich jemand eine Pizza bei mir bestellt. Das heißt, ich werde die Pizza noch schnell belegen und in den Ofen schieben. Und die Pizza belege ich mit Salami, Pilzen, Zwiebeln und Oliven. Was für ein aufregender Tag in der Spielstadt. Bevor ich mich jetzt wieder auf mein Auto setze, werden wir zusammen noch eine Runde tanzen und singen zu unserem Peppina-Song. Also alle aufstehen und los geht's! Wir watschen alle wie ein Pinguin. Der Rüssel von einem Elefant ist schön. Der Panda hat eine coole Brille im Gesicht. Der Igel ist ganz klein und rund und stachelig. Das Nashorn stampft ganz kräftig hin und her. Und der Affe schwingt kreuz und quer. Und alle diese Tiere tanzen heute mit zu Peppinas neuestem Hit. Liebe Kinder, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart und den Tag mit mir in dieser wunderschönen Spielstadt in Leonberg verbracht habt. Denkt immer dran, wenn es mal schwer wird, nutzt einfach die Peppina Zauberkraft. Tiduf, Tiduf, Tiduf. Genau, jetzt packe ich meine Einkäufe, düse wieder los. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.